Hallo, heute hier am 13. Juli 2020. Ich befinde mich hier wieder auf der Baustelle, auf der Geschossdecke und diesmal mit roter, beziehungsweise mit Cappy, der Depp mit der Cap, weil es einfach unheimlich sonnig nach wie vor ist und ich mich hier in den letzten Tagen und Stunden einen Sonnenbrand eingefangen habe, insbesondere im Nackenbereich. Zur Mittagszeit brennt die Sonne doch ganz schön runter und wenn man hier auf dem Beton zu schaffen hat, merkt man das einfach nach so vielen Stunden. Ich war hier heute zusammen mit, beziehungsweise parallel zu den Bauarbeitern eben beschäftigt. Die haben hier weitere Vorbereitungen getroffen für die Betongießarbeiten. Diese sollen eben morgen stattfinden. Dann wird diese Geschossdecke eben gegossen. Und hier sind jetzt alle letzten Vorbereitungen eben getroffen worden. Es fehlen jetzt hier nur noch ein bisschen Bewehrungsstahl und dann kann das hier schon losgehen. Ich habe heute halt im Wesentlichen weitere Leerrohre eingezogen, beziehungsweise diese vorbereitet. Die einzelnen Austrittsstellen eben nochmal versucht zu schützen mit Planen und Müllbeuteln, einfach damit da kein Beton reinfließt oder auch nachher bei den Putzarbeiten, dass da soweit nichts passiert. Aber all das zeige ich euch jetzt gleich im Detail. Dreh- und Angelpunkt für die Elektroinstallation in Bodennähe hier im Erdgeschoss ist halt dieser relativ zentrale Technikschacht. Den haben wir hier eben selbst hineingeschnitten in einem mehrstufigen Prozess. Den mussten wir zwischenzeitlich auch mal vergrößern, einfach weil das hier dann doch zu eng geworden ist. Und hier ankommen bzw. weggehen sind halt die einzelnen Leerrohre, verlaufen dann zu den Austrittsstellen. Davon gibt es 7 hier in dem Geschoss. Und von den Austrittsstellen selbst, da befindet sich eben entweder direkt ein Bodentank an diesen Stellen oder aber es wird dann von dort weitergeführt in einen Bodentank. Also hier zum Beispiel, das kann man ja schon sehen, ist ein größerer Kabelbaum, Leerrohrbaum. Und hier wird es mehrere Bodentanks bzw. halt Brüstungskanäle an der Außenfassade entlang geben. Aber es ist so, dass ich gebeten worden bin, mit diesen Austrittsstellen eben von den Außenwänden fernzubleiben. Einfach damit man hier diese Hebebühne einsetzen kann. Und ja, wenn man da natürlich sich an der Außenwand befindet, macht es das Arbeiten schwieriger. Insofern habe ich jetzt hier mich auf weniger Austrittsstellen beschränken müssen und werde dann auf dem Rohfußboden unterhalb des Estrichs in der Dämmung eben die Kabel weiterführen zu dem Bestimmungsort, wo sie dann letztendlich benötigt werden. Hier an dieser Stelle kann man jetzt einen ganz guten Eindruck davon gewinnen, wie viele Leerrohre hier verlegt worden sind, beziehungsweise auch wie diese verlegt worden sind. Und zwar sind wir halt immer unterhalb dieser ersten Bewehrungsebene hier geblieben, weil ja hier oben aufgelegt diese Stahlmatten werden und ja, da will man keine Leerrohre haben, die werden dann nur zerquetscht. Insofern muss man halt unter diesem Gestänge bleiben. Wir haben hierfür oft diese V-Konstruktion benutzt und da die einzelnen Leerrohre eingefädelt, aber ja, das zeigt halt auch, wie zeitaufwendig das ist, weil diese Leerrohre sind sehr massiv und eben nicht so besonders gut irgendwie da handelbar und man muss die halt hier durch diese einzelnen Vs und so weiter einfädeln. Das hat sich dann durchaus angeboten, dass man das mit 2, 3 Leuten macht. Alleine ist man da echt beschäftigt an beiden Enden, weil sich das natürlich auch immer wieder irgendwo verhakt. Wir wurden seitens des Bauleiters hier aber auch sehr gelobt für diese Arbeit. Wir haben uns hier halt Zeit gelassen und das ist jetzt hier eine saubere Installation und der Beton hat hier genug Platz, um drüber zu fließen, um immer wieder zwischen den Rohren halt Kontakt zum Boden herzustellen. Und überhaupt ist das hier von der Höhe her eben nicht bedenklich, wenn man die Leerrohre nicht übereinander legt, sondern halt nebeneinander verlaufen lässt. An dieser Stelle sieht man jetzt auch ganz gut, dass wir hier mit verschiedenen Leerrohren arbeiten mussten. Und zwar gibt es hier auf der Seite mit dieser Farbe in verschiedenen Durchmessern auch jeweils das Qualitäts- und Markenprodukt. Das ist von Fränkische, ich glaube FFKUS, betonfestes Leerrohr. Und das hat zum einen eine High-Speed-Innenbeschichtung, also die ist nochmal deutlich rutschiger als zum Beispiel die Innenbeschichtung, oder hier gibt es einfach keine Innenbeschichtung dieser Leerrohre. Da musste ich einfach zurückgreifen, weil ich mir das Material ausgegangen war und ich jetzt kurzfristig am Samstag das nicht mehr auftreiben konnte. Daher habe ich jetzt hier zum Baumarktprodukt greifen müssen. Auch das ist betonfest und hat dieselbe Stabilitäts- oder Festigkeitsklasse, 750 Newton. Aber das kann man wirklich, wenn man das mal in der Hand gehabt hat, deutlich erkennen, dass das hier ein Unterschied ist wie Tag und Nacht. Also diese Rohre sind sehr zu empfehlen. Diese würde ich, wo es nur geht, vermeiden. Ich habe hier, also die machen zum einen keinen so stabilen Eindruck. Die sind auch deutlich, diese sind deutlich flexibler, wie man es vielleicht von Leerrohren im Innenbereich, auch im Estrichbereich kennt, die dann eben nicht mehr diese Festigkeitsstufe aufweisen. Die mussten wir auch immer wieder mit Lochbändern hier fixieren, einfach damit sie bei den Betonierarbeiten nicht nach oben schwimmen. Und ja, diese kann ich nicht empfehlen. Ich habe tatsächlich auch hier ein bisschen Bedenken, dass das eine oder andere Leerrohr hier halt in Mitleidenschaft gezogen wird. Auf so einer Baustelle geht es doch dann doch recht rau zu. Die Bauarbeiter versuchen zwar hier drauf zu laufen,
Aber ja, der ein oder andere Fuß, habe ich heute tagsüber gesehen, landet dann eben doch in den Leerrohren. Und natürlich hofft man dann, dass sie das nicht verletzen. In den meisten Fällen werden sie das auch nicht tun. Also man kann das ja sehen, die geben eigentlich nicht nach. Aber wenn da jetzt irgendwie ein Eisen drunter liegt oder irgendwas, dann wäre das eher schlecht. Wir haben versucht, das halt irgendwie mögliche Gefahrenquellen zu erkennen. Steine zum Teil irgendwie herausgehämmert und auch diese Konstruktionen waren an der einen oder anderen Stelle beschädigt. Die haben wir dann weggebogen oder weggeschnitten. Aber ganz vermeiden lässt sich das vielleicht dann doch nicht. Diesen Kabelbaum hier habe ich noch nicht verdeckt. Ich hatte einfach keine Abdeckplane, die groß genug wäre, um dieses ganze Geschwülst hier zu verdecken. Das muss ich noch nachholen. Aber an dieser Stelle lässt sich auch ganz gut erkennen, wie diese Konstruktionen grundsätzlich aufgebaut sind jeweils. Es gibt halt immer so 90 Grad Eisen, die wir hier eingesetzt haben. Meistens zwei, ich glaube an einigen Stellen sogar drei, die jeweils eben senkrecht zueinander verlaufen, sodass halt hier zusätzlicher Halt entsteht. Und an diesen Stangen, die dann senkrecht aus dem Boden herausschauen, sind dann halt die Leerrohre fixiert, meistens mit einer Unmenge von Kabelbindern. Und das Ganze schaut halt dann möglichst senkrecht, beziehungsweise ich habe auch ein bisschen darauf geachtet, wo die Leerrohre, in welche Richtung die später eben hin müssen und habe dann geguckt, dass das vom Winkel her ungefähr eben hinhaut, damit es halt später keine 180-Grad-Bögen dann auf dem Rohfußboden gibt. Und diese ganze Konstruktion ist dann einfach mit ganz viel Kabelbindern und irgendwie Knoten und sonst wie fixiert worden. Einfach damit sie weit genug vom späteren Rohfußboden oder vom Beton heraussteht, sodass das eben, wenn es jetzt gegossen wird, nicht in den Beton hineinrutscht. Hier an dieser Stelle lässt sich jetzt ganz gut ahnen, was eben noch folgt, bevor jetzt letztendlich der Beton fließt. Und zwar gibt es ja hier diese erste Bewehrungsebene, die über so V-Konstruktionen eben direkt in die Elementdecke hinein oder mit dieser Elementdecke eben verbunden ist. Das wurde so angeliefert schon. Dann gibt es eben quer dazu hier Stangen, die eingelegt worden sind. Die befinden sich jetzt hier schon überall und sind eben eingearbeitet quer zu diesen V-förmigen Konstruktionen. Und darauf gelegt werden jetzt hier diese klassischen Stahlmatten mit so einer Maschenstruktur. Und all das wird eben miteinander verbunden mit Armierungsdraht, einfach um hier jetzt nochmal zusätzlichen Halt durch den Stahl zu bekommen. Zusätzlich dazu gibt es hier jetzt im Randbereich, in dem Bereich der Außenwände, nochmal zusätzlichen Stahl. Und zwar gibt es hier zum einen diese Korbkonstruktion, also das sind jetzt hier so Körbe, so viereckige, die halt einmal hier längs verlaufen und in diese Körbe, wieder senkrecht dazu, verlaufen nochmal Eisenstangen, dickere. Ich denke mal, das wird so 10 mm starkes Eisen sein, das hier jetzt entlang läuft. Und all das verschwindet nachher natürlich im Beton, bietet aber hier zusätzlichen Halt. Jetzt, wo ich diese Konstruktion hier sehe, freue ich mich schon auf die spätere Installation der Brüstungskanäle. Die werden jetzt hier im Innenbereich an der Außenwand entlang eben geführt und installiert werden. Und die werden eben im Rohfußboden montiert. Also da muss man dann wirklich in den Rohfußboden reinbauen. Und man kann es ja hier ahnen, da erwartet mich dann relativ viel Stahl. Beziehungsweise ist die Wahrscheinlichkeit halt irgendwo bei dem einen oder anderen Loch auf Stahl zu treffen ziemlich hoch. Und ja, das macht beim Bohren besonders viel Spaß. Hier an der Stelle kann man jetzt auch ganz gut sehen, dass halt die Bodenaustritte aus der Geschossdecke bzw. aus dem Beton mit meinen Lehrern einen zusätzlichen Arbeitsaufwand für die Bauarbeiter hier vor Ort bedeuten und den Arbeitsablauf natürlich erschweren, weil halt die einzelnen Stangen hier durchtrennt werden müssen, damit hier ein Loch in dieser Stahlmatte entsteht, sodass hier die Kabel oder die Leerrohre sauber heraustreten können. Ansonsten, das kann man hier relativ gut sehen, gibt es halt nur eine Reihe von Schächten für Heizung und Lüftung, beziehungsweise diverse Durchbrüche für Wasserrohre, Fallrohre und so weiter. Und all das wurde eben mit Styrodur hier in dem Fall, ja, eingeschaltet, kann man es ja nicht nennen, aber hier wurde halt Styrodur eingesetzt, einfach um zu verhindern, dass der Beton hier hinein oder drüber fließt. Auch in der Elementdecke selbst gab es hier schon eine Styropor-ähnliche Einlage und das lässt sich nachher dann ganz gut und leicht entfernen, verhindert aber jetzt bei den Betonierarbeiten eben, dass hier Beton hinfließt und gibt dann dem späteren Schacht seine Form. Diesen Schacht hier in der Mitte, den größeren, den haben wir eben Bausalz selbst hier hineingeschnitten und da einen entsprechenden Block eingesetzt und auch versucht, das seitlich abzudichten und das würde eben der Steigschacht sein für die Leitungen und für die Elektroinstallation im Obergeschoss bzw. in den abgehängten Decken der einzelnen Geschosse. Hier mal eine etwas andere Perspektive. Ich befinde mich jetzt hier am anderen Ende des Grundstücks. Ich glaube, diese Perspektive hatte ich in den Videos tatsächlich auch noch nicht gezeigt. Und man sieht halt hier die Außenwände mit den bereits eingeschalteten Fenstern sowie den eingesetzten Rollokästen. Die sind bereits auch ausgeschäumt. Das sind eben hier zwei
Also hier zwei und hier ein weiteres. Und diese zwei bilden ja den einen Raum. Den hatte ich von innen schon des Öfteren gezeigt, aber eben noch nicht von außen. Das hier ist eine von, ich glaube, zwei Hebebühnen, die sich hier auf dem Grundstück befinden. Diese wurden hier jetzt kurz zwischengelagert, bis man eben mit den Arbeiten hier an der Geschossdecke fertig ist. Und die werden dann wieder in das Geschoss reingehoben und eben genutzt, um Mauern hier hochzuziehen. Und bieten halt den Vorteil, dass man hier die auf einer bequemen Höhe arbeiten kann und auch das Material und so weiter hier gleich mit hochheben kann. Und man muss halt jetzt hier nicht irgendwie mit Gerüsten oder irgendwie Leitern oder so hantieren, sondern kann die einfach ganz bequem dann ins Geschoss reinstellen. Das ist auch eben einer der Gründe, warum ich mit diesen Stangen größtenteils von den Wänden und insbesondere von den Außenwänden weggeblieben bin, einfach um es den Arbeitern nachher leichter zu machen, damit diese hier diese Hebebühnen bei einem Großteil der Wände eben verwenden können. Dahinter befindet sich auch noch eine kleinere Hebebühne. Die ist dann nur etwa, ich glaube, 1,20 Meter breit. Und ja, das ist wie gesagt eben einer der Gründe. Es gibt an zwei Stellen, ließ sich das eben nicht ganz vermeiden. Hier kommen die Kanäle, also hier kommt so ein Brüstungskanal, wird hier installiert. Das ist der Wohnzimmer-Esszimmerbereich. Und da kommen eben zum einen die Kabel von den Rollokästen an und den Fensterkontakten, sowie eben die Zuführungen oder Leitungen in den Hausanschlussraum, in den Technikraum. Hier sieht man auch ganz gut diese Körbe, die eben hier seitlich eingebaut und eingearbeitet werden. Die verstärken die Konstruktion halt hier in dem Seiten- oder Eckbereich eben nochmal zusätzlich. Und auch da werden dann nochmals Eisen zur Querverstärkung hineingelegt. Und all das wird eben nachher mit Beton verschüttet. Und diese Stahlkonstruktion hier bietet einfach nochmal zusätzlichen Halt in diesem Bereich. Das hier ist die kleinere Version der Hebebühne. Da hinten kann man die große sehen und im Vergleich, man sieht schon, das ist eben doch ein ganzes Stück kleiner und vor allem schmäler. Und das kann man eben in Zimmern oder Situationen verwenden, wo die große dann nicht mehr hineinpassen würde. Auch unten in der Baugruppe hat sich ein bisschen was getan. Zum einen wurden halt die Fugen hier auch wieder mit Bauschaum ausgefüllt. Man kann aber auch sehen, dass an den Ecken jeweils, das ist an allen vier Hausecken, wurde analog hierzu eben so ein Winkel angebracht, der dann mit recht großen Schrauben eben verschraubt ist an der Außenwand. Und auch das sorgt hier nochmal für zusätzlichen Halt und Stabilität, wenn man eben Beton hier hereinfüllt, damit die Wände eben nicht irgendwie auseinanderrutschen. Hier jetzt wieder meine spätere Heimarbeitsstätte bzw. mein Büro mit den zwei Fenstern. Und man kann sich sehen, hier der Anblick hat sich gegenüber dem letzten Mal eben doch verändert, weil jetzt eben der Rollokasten schon eingesetzt worden ist. Da wurde auch schon hier ausgeschäumt und das ist jetzt eben soweit fertig, bzw. vorbereitet für das spätere Vergießen. Man sieht jetzt hier nur noch die Kabel für die Fensterkontakte. Die Kabel, die in den Rollokasten führen, wurden eben seitlich eingebohrt oder eingeführt durch Löcher, die im Vorfeld eben eingebohrt worden sind. Und es hat sich als sehr glücklich herausgewiesen, dass ich ausgerechnet heute eben auch mit auf der Baustelle war, denn die Bauarbeiter hatten zwar die Kabellehre eigentlich sehen müssen, aber denen war irgendwie nicht klar, dass das in den Rollokasten rein muss. Und die hätten das ansonsten wohl ohne irgendwie weitere Ansprache einfach so eingesetzt und mit Beton vergossen. Und ich hätte dann irgendwie mit Beton gefüllte Leerrohre. Aber die hätten natürlich mir relativ wenig gebracht. Und ich hätte eben hier jetzt keinen Zugang mit den Kabeln. So wie das jetzt gelöst ist, wäre das dann jedenfalls nicht möglich. Hier also das dritte Fenster. Und das sieht, wie gesagt, eben ganz analog dazu aus. Auch hier wurde der Rollokasten eingesetzt, ausgeschäumt. Und man sieht jetzt hier nur noch die Kabel. Man kann unglücklicherweise nicht mehr in den Rollokasten selbst hineinschauen, weil sich hier dennoch die Schalung nochmal befindet als zusätzliche Stütze, damit der Rollokasten halt nicht durchbricht, wenn das Ganze jetzt mit Beton verfüllt wird. Dieser besteht tatsächlich nur aus reinem, dickerem, etwas dickerem Styropor. Also das ist jetzt kein Betonrollkasten oder so, sondern einfach nur Styropor. Das hier ist der Steigschacht für die Leitungen, die später eben nach oben ins Obergeschoss und in den Dachboden führen werden. Und man kann sehen, das wurde eben hier mit Styropor ausgefüllt. Mittlerweile wurde eben auch der zweite Schacht, das ist ein Fallrohr für das Abwasser von der Dusche. Und auch das wurde mittlerweile eben mit Styropor hier verfüllt, eingeschäumt. Und auch das ist jetzt bereit für die Betonierarbeiten. Das ist jetzt der Anblick des zentralen Schachts im Erdgeschoss, in dem eben die einzelnen Leerrohre eingeführt werden. Das schaut jetzt natürlich aus wie Kraut und Rüben, aber später werden die Leerrohre halt dann eingekürzt. Die sind jetzt auch ungefähr so sortiert, dass die oder gruppiert, dass halt die Rohre, die zu den einzelnen Bodentanks führen, zusammen verlaufen. Also das ist jetzt hier kein totales Chaos, aber man kann schon sehen, da kommt einiges zusammen. Das sind jetzt gut,
glaube ich, 45 Leroy, die hier ankommen. Und ja, das ist halt das Resultat davon. Die eigentliche Elektro- bzw. KNX-Verteilung wird jetzt hier an dieser Wand im Wesentlichen stattfinden. Da kommt halt ein relativ großer Verteilerschrank hin. Da oben muss man mal sehen, dass man das mit irgendeinem Schienentragesystem eben halbwegs geordnet bekommt. Daneben kommt jetzt hier dann ein weiterer Zählerschrank, einfach um im Verteiler selbst möglichst viel Platz zu haben. Ein Teil der Leitungen wird ja auch da oben weggehen in den Steigschacht. Und ansonsten wird es jetzt hier noch eine Zuführung seitens der Stadtwerke geben, eine Mehrsparte. Da gibt es eben dann die Einführung der Netzspannung. Und hier unten befindet sich die Potentialausgleichsschiene. Das heißt, man wird hier irgendwo einen Hausanschlusskasten montieren, der dann eben auch geerdet sein muss hier lokal vor Ort. Aber all die Komponenten, die man eben benötigt, sind hier relativ nah und kompakt beisammen. Und insofern sind das eigentlich ganz gute Voraussetzungen für eine saubere Installation. Hier an dieser Wand kann man ganz gut sehen, wie die einzelnen Fugen zwischen den Elementen der Fertigkelleraußenwände eben mit Bauschaum verfüllt werden. Einfach um zu verhindern, dass hier jetzt große Mengen Beton austreten, wird das beidseitig mit Bauschaum eben ausgefüllt. Hier aus dieser Perspektive kann man eben das Treppenauge sehen, das heute gemauert worden ist. Das befindet sich eben zentral im Treppenhaus und wird auch einmal durch das gesamte Treppenhaus bis ins Obergeschoss verlaufen und bietet einfach zusätzliche Möglichkeiten, um die Treppe selbst zu montieren. Und man kann es sehen, unterteilt einfach das Treppenhaus in zwei gleich große Bereiche und die Treppe wird sich dann quasi einmal hier so herumwinden. Das war es jetzt also mit der Dokumentation der Arbeiten von heute, beziehungsweise auch der letzten Tage für heute und für jetzt. Ich muss jetzt hier noch diesen einen Lehrerbaum eben abdecken und dann, das hole ich jetzt eben noch nach und dann bin ich aber soweit mit den Vorbereitungen hier und mit diesem Thema durch und dann können die Wände und auch die Geschossdecke eben gegossen werden morgen im Laufe des Tages und dann ist das Kellergeschoss somit vom Rohbau her abgeschlossen. Als Fazit für mich habe ich hier aus den letzten Tagen eben zwei Dinge mitgenommen. Zum einen, dass so Arbeiten auf so einer Baustelle doch nicht ganz ohne ist, insbesondere hier bei den Temperaturen. Das war eine brühende Hitze auf dem Beton, unerträglich. Ich habe einen Sonnenbrand überall, da war ich nicht richtig vorbereitet in den ersten Stunden und Tagen. Und das habe ich definitiv unterschätzt. Und auch der Zeitfaktor, den sollte man nicht unterschätzen. Man will ja nicht die ganze Baustelle in Verzug bringen. Insofern darf man hier jetzt nicht seine perfektionistische Ader irgendwie durchhängen lassen und muss da den einen oder anderen Kompromiss eingehen, was die genaue Positionierung und Lage und so angeht, da man ansonsten hier die Betonierarbeiten aufhalten würde und damit die ganze Baustelle verzögert. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf und soll. Zum Zweiten sollte man da, wo es eben möglich und sinnvoll ist, Dinge überdimensionieren. Ich hatte zum Beispiel beim Technikschacht die benötigte Fläche oder die benötigte Größe eben im Vorfeld berechnet. Dafür hatte ich die Querschnitte der Leerrohre als Quadrat bereits angenommen. Diese zusammenaddiert, nochmal verdoppelt und hat dann eben so einen Schacht ausgeschnitten. Und es hat sich herausgestellt, dass das selbst das zu klein war. In der realen Welt sind die Leerrohre halt einfach nicht im 90-Grad-Winkel nach unten, beziehungsweise das will man natürlich auch gar nicht, dass sich sonst die Kabel nicht richtig einführen lassen. Und dementsprechend gehen die dann in irgendwelchen nicht so steilen Winkeln eben in den Schacht hinein und verbrauchen oder nehmen mehr Platz in Anspruch. Und es hat sich herausgestellt, dass das sogar so viel Platz in Anspruch nimmt, dass wir diesen Technikschacht mit einem zweiten Schnitt nochmal vergrößern mussten. Auch das war zeitaufwendig. Die Abdeckung musste nochmal angepasst werden und all das hätte man eben vermeiden können, wenn man das eben im Vorfeld gleich ein bisschen nochmal, also da mehr Sicherheitspuffer eingebaut hätte und einfach nochmal größer dimensioniert hätte. Auch bei der Menge an benötigtem Material in Form von Leerrohren hatte ich mich ein bisschen verschätzt und zwar hatte ich das halt grob überschlagen, da nochmal ein Sicherheitsbuffer von 10-20% eingebaut, aber das hat letztendlich nicht gereicht, einfach weil man bei den Leerrohren an den Austrittsstellen nur 1-2 Meter übrig lassen sollte, zusätzlich zu dem, was man sowieso benötigt, einfach um sicher zu gehen, dass das dann nachher zum tatsächlichen Bestimmungsort eben geführt werden kann und nicht irgendwie aufwendig verlängert werden muss, was dann wieder für neue Probleme sorgt. Und diese Sicherheitsmeter, die addieren sich einfach zusammen, gerade bei kurzen Strecken. Wenn man da eine Strecke von 5 Meter hat auf beiden Seiten, aber 2 Meter übrig lässt, dann hat man fast 50% irgendwie verloren, in Anführungszeichen. Das schneidet man nachher weg. Aber andererseits möchte man natürlich auch nicht Gefahr laufen, dass es dann doch zu kurz ist. Und so hat sich das eben zusammen addiert und am Schluss haben uns einige Meter gefehlt und wir mussten dann eben zu Baumarktprodukten greifen, weil ich dann wiederum die besseren Produkte in der Kürze der Zeit nicht mehr auftreiben konnte. Und dementsprechend ist das jetzt hier trotz alledem ein Kompromiss, aber ja, so ist das halt manchmal auf der Baustelle.